Seit einem Jahr regieren die Grünen in Berlin mit. Wir haben uns viel vorgenommen und schon einiges für unsere Stadt erreicht. Mit unserer Senatorin Regine Günther haben wir die Mobilitätswende eingeleitet. Berlin hat bald Deutschlands erstes Radgesetz. Wir verteilen den Stadtraum gerechter, wir machen die Straßen für alle sicherer und bringen den Verkehr zum Fließen. Und Berlin steigt aus der Kohle aus. Wir haben das letzte Braunkohlekraftwerk Klingenberg abgeschaltet. Und das ist erst der Anfang. Wir haben den Steinkohleausstieg bis 2030 beschlossen und als erstes Bundesland rechtlich verbindlich gemacht. Mit Ramona Popp haben wir die Stadtwerke gestärkt, um die Energiewende in Berlin voranzutreiben. Endlich können Menschen in Berlin lokalen Ökostrom beziehen. Strom aus Berlin, Strom für Berlin. Wir haben den Preis für das Berliner Sozialticket auf 27,50 Euro gesenkt und die jährlichen Tariferhöhungen ausgesetzt. Wir wollen das Tarifgefüge grundlegend überarbeiten. Mobilität darf keine Frage des Geldbeutels sein. Wir haben ein Tourismuskonzept vorgelegt, damit Tourismus in Berlin stadtverträglich und nachhaltig wird. Unser Senator Dirk Behrendt hat der Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt den Kampf angesagt. Wer wegen Alter, Herkunft oder Religion benachteiligt wird, kann sich jetzt an eine Fachstelle wenden. Auch haben wir ein Antidiskriminierungsgesetz für die gesamte Berliner Verwaltung auf den Weg gebracht. Betroffene haben bald Anspruch auf Schadensersatz. Und zum ersten Mal wird in Berlin eine hauptamtliche Tierschutzbeauftragte eingesetzt. Dann haben wir noch die Null-Toleranz-Politik im Görlitzer Park beendet, Berliner Mindestlohn auf 9 Euro angehoben, Stickoxidfilter in BVG-Dieselbusse eingebaut, Kältehilfe ausgebaut, mehr Plätze für Obdachlose, bezahlbarer Wohnraum erkämpft, durch Milieuschutz und Vorkaufsrecht, Bundesratsinitiative gestartet zur Verschärfung der Mietpreisbremse, Berliner Stadtreinigung verzichtet jetzt auf Glyphosat, bessere Bezahlung für GrundschullehrerInnen, Berlin bekommt ein queeres Jugendzentrum, besserer Opferschutz vor Gericht durch psychosoziale Begleitung, mehr Mittel und Personal für die Bezirke, 2 neue Naturschutzgebiete ausgewiesen, Brücken saniert, Kreuzungen sicherer gemacht. Ganz schön viel. Das ist erst der Anfang. Grün geht's weiter.